Hallo, herzlich willkommen hier auf der Neubrunnen, ehemals Felsbrunnen in Mers 19 mit dem Kellerkind. So, das ist die Karte, wo ich drauf spielen werde jetzt, wo die Tiere fest am Hof mit angebaut sind. Einmal das muss der Schweinestall sein. Hier nebenan der Kuhstall. Dann geht es hier weiter zu dem Pferdestall und hier drüben auf der Ecke von der Einfahrt, da sind die Schafe. Auf dieser Map habe ich ein bisschen getestet und so weiter, deswegen ist mir auch drin verdorrt. Aber ich würde sagen, hier aus den beiden Feldern hier oben, ehemals 28, 29, jetzt 27, 26, werden wir Gras machen, weil Feld 20 ist ja weggefallen, Feld 19. Also ich habe das, was höchste, was ging, 620.000 Euro.
hatte hier das Diamond HS8, aber damit kommt der Wäscher gar nicht zurecht. Was wird uns denn vorgeschlagen? Wir haben ja ihn hier. PS von Heli von. Was war denn da? PS. Das wird uns vorgeschlagen. 19.000, gut, das hat auch schon 45.000 gekostet. 19.000, ich glaube, das können wir uns kaufen. Machen wir. Okay. Ich hätte auch ein bisschen mehr noch hoffen können. Wir sind ja mit 143.000 von der Fels wohl runter. Ich hatte mir noch eine Radbekleidung gekauft, was hier drin steht, von Unicoli. Und das mal ziehen. In einer Granatenwehr würde ich gleich Wetter drin stehen. Ist auch schon. Thank you.
Thank you.
meistens hat sich die Map eigentlich nicht so verändert. Sie ist soweit gleich geblieben. Wo die Feldanzahl hat sich ein bisschen korrigiert, weil wir hier ja das ehemalige 19 nicht mehr haben, das 20er auch nicht mehr. Dafür haben wir hier hinten ein kleines Wäldchen, würde ich mir gerne draus machen. Da habe ich auch Bäume schon angepflanzt, dass wir dann irgendwann mal Holz machen können. Hier 27, 26 machen wir Wiese von und machen jetzt Feldarbeit erstmal hier auf Feld 19. Ich kann mal schauen, hier Land. Also das Land ist hier nicht so teuer. Also gegenüber die Felsbrunnen ist das hier wirklich schweinegünstig. Das wollte ich eigentlich noch abändern. Aber ich habe es irgendwie nicht hinbekommen. Das ist irgendwie unter Farm verschlüsselt, wie viel da für einen Quadratmeter zu bezahlen ist und so weiter. Da bin ich noch nicht hintergestiegen. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Oder ich gucke bei der Felsbrunn und bin dann bereit, auch den Preis von der Felsbrunn zu zahlen, weil 34.000 für das Feld ist ja nichts. 88 Feld, 142.000 für den ganzen Bereich 6 ist das ein bisschen wenig, würde ich sagen. Aber wir wollen ja auch erstmal unsere Schulden wegbekommen. Thank you.